So, nächster Teil Baustellen-Doku. Jetzt habe ich ja gestern den Sparren von Wolfgang geholt. Der da liegt da unten im Hof. Der soll also heute rein. Ist einmal mit Holzschutzgrundierung bereits gestrichen. Das muss natürlich häufiger passieren. Also streiche ich den jetzt gleich erstmal das zweite Mal. Hier ist die, ob man das sehen kann, die vorbereitete alte Fette. Hallo. Hallo! Tschüss, viel Spaß im Hoki! Die ist entsprechend vorbehandelt. Ich habe hier die Stähle, mit denen ich die befestigen will. Und da oben liegt irgendwo, da hinten, ich weiß nicht, ob man sieht, die andere. Der neue Teil, der da drauf kommt. Und hierfür, für das untere Auflager, hier an dem Nagel auch verpilzt war und deswegen sich hier schon ein bisschen eingedrückt hat, habe ich gedacht, ich stemme das hier raus und mache mal eben eine 3,5 cm starke Kopfplatte, die ich hier oben reinpasse, dann aus irgendeinem stabilen Holz, sodass der Sparren hier wirklich sicher vernünftig aufliegt. Bei der Fette da ist es ja ein bisschen schlecht, weil ich von dem ursprünglich 15 cm Querschnitt noch 9 über habe. Da werde ich versuchen, das oben mit einem Zugblech gegen den gesunden Teil noch zu entlasten. Ich bin mir aber nicht sicher, wie weit der Schaden, da sieht man ja auch dieses Loch da oben, in den oberen 4-5 cm war das Ding halt etwas angeschlagen und das könnte durchaus sein, dass das noch 10-20 cm weiter reingeht. Also eigentlich ist das jetzt ein Versuch und wenn das so nicht hält, dann wird man den vermutlich komplett austauschen müssen. Das heißt, da irgendwie abdecken, ich weiß gar nicht, wo der liegt, das müsste der Dachboden sein, so dass man da den Dielenboden aufnehmen müsste, um an diese Fußfette dran zu kommen. Das würde man dann sehen. Jetzt erstmal glaube ich, dass es so hält. Das ist eh das mittlere Auflager. Der Sparren wird biegesteif, auch wenn er nur oben und unten liegt, wird es halten. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Schwingungsdämpfung durch diesen. Und 9 cm auf 12 Breite ist auch noch ein ganz ordentlicher Querschnitt. Dafür, dass der nur 60 rauskragt, wird das auch, denke ich, vernünftig funktionieren. Mit den zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen traue ich dem schon über den Weg. Und das Teil hier unten ist komplett gesund, das sieht echt gut aus, bis auf die Stelle hier an dem Nagel. Das war nicht gut, aber das können wir einfach zusammenflicken. Hinterher schön abdichten, dass da nicht wieder irgendwelche Viecher reingehen. Und da oben, das Teil sieht bis jetzt auch gesund aus, da muss ich nur gucken. An der Fette, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Also ich habe da schon so einen Schlitz gemacht für den Zapfen. Ich muss aber sehen, vielleicht muss da auch noch eine Klauung rein. Ich schätze, da muss eine Klauung rein, aber der alte war so verrottet in dem Bereich, dass ich da kein vernünftiges Maß nehmen konnte. Also muss ich das sehen. Jetzt gehe ich erstmal runter, hole die Holzschutzfarbe und einen Pinsel vor allem. Und dann pinsel ich das hier oben ein und mache unten. Und dann geht's weiter. Tschüss.